Und die neu gewählte SPD-Bundestagsfraktion kommt heute Morgen zusammen, um ihre Spitze neu zu wählen. Und mein Kollege Erhard Schärfer ist für uns dabei in Berlin. Erhard, die SPD ist der Wahlgewinner, die Fraktion deshalb so groß wie lange nicht mehr. Und jetzt, anders als vor 4 Jahren, ausgesprochen regierungswillig. Wie beobachten die Sozialdemokraten denn die Gespräche zwischen den Grünen und der FDP, also die Vorsondierungen? Das ist eine ziemlich gute und auch außerdem sehr berechtigte Frage, Sarah Bildau. Denn wir haben in den vergangenen Tagen ja schon gesehen, wie man, ja, ich sag's mal so ein bisschen flapsig daher, bei der SPD mit den Hufen geschart wird. Man will tatsächlich anders als vor 4 Jahren diesmal wirklich ran. Und diesmal ist die Begeisterung, etwas an der Regierung zu gestalten, doch tatsächlich auch mal da. Und da denke ich, ist es am besten, wir fragen danach, wo man das am besten weiß, nämlich in der Fraktion. Und deswegen freue ich mich, dass einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden bei uns ist, nämlich Dirk Wiese. Herzlich willkommen und guten Morgen Ihnen. Ja, guten Morgen. Jetzt müssen Sie noch eine Weile zugucken, obwohl Sie ja eigentlich machen wollen, anders als vor 4 Jahren, haben Sie ja jetzt gerade gesagt. Wie ist das, wenn man da erstmal zuschauen muss? Jetzt ist das noch nicht ganz 72 Stunden her, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Entscheidung getroffen haben. Wir freuen uns immer noch sehr über diese Entscheidung. Olaf Scholz ist der klare Wahlsieger des Abends. Wir leiten daraus auch einen Anspruch, auch diese Regierung zu führen, eine kommende Regierung zu führen, dass Olaf Scholz der nächste Kanzler wird. Aber ich kann Ihnen sagen, die Stimmung bei uns in der Fraktion ist sehr gut. Wir haben viele neue Gesichter, wir freuen uns und wir wollen jetzt mit Ruhe und Gelassenheit die kommenden Tage angehen. Lass uns so ein bisschen teilhaben. Es gab ja gestern die erste Fraktionssitzung mit den bisherigen Abgeordneten, aber auch schon mit den neuen. Abends gab es dann die Party, sag ich mal, beim Seeheimer Kreis, wo bei beiden Veranstaltungen auch Olaf Scholz dabei gewesen ist. Wie ist es abgelaufen? Sehr gut. Die Stimmung ist gut. Das wird man auch nachvollziehen können. Wir haben auch viele neue Gesichter in der SPD-Bundestagsfraktion, auch viele junge Gesichter. Das sind ganz tolle Biografien, die viel Unterschiedlichkeit auch mit in diese Fraktion hineinbringen. Aber die Stimmung war gelöst und alle freuen sich einfach über diesen Schlussspurt, der gemeinsam mit Olaf Scholz dazu geführt hat, dass wir stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag sind. Aber die Erwartungen, dann tatsächlich auch an die Regierung zu kommen, die sind doch groß, oder täusche ich mich? Selbstverständlich. Wir leiten daraus auch den klaren Auftrag ab, die kommende Bundesregierung zu führen mit Olaf Scholz als Kanzler. Wir wollen jetzt mit Ruhe und Gelassenheit die kommenden Tage auch angehen, Gespräche suchen, langsam vorangehen und wie gesagt heute auch die ersten Weichenstellungen in der Fraktion vornehmen. Welche Weichenstellungen genau? Wir werden heute Rolf Mützenich im Amt des Fraktionsvorsitzenden bestätigen. Rolf Mützenich hat viel dazu beigetragen, dass diese Fraktion ein Stabilitätsanker auch in der letzten Regierung gewesen ist, dass die Fraktion mitredet, dass die Fraktion auch ein Selbstbewusstsein hat, sicherlich auch nach schwierigen Zeiten, die wir in der Bundestagsfraktion gehabt haben. Und darum wird Rolf Mützenich heute mit einem klaren und eindeutigen Signal ausgestattet werden. Und dabei bleibt doch erstmal die Stellvertreterposten, die Positionen, die werden dann erst bei einer der folgenden Sitzungen gewählt werden, nehme ich an. Die anderen Fraktionen machen sehr ähnlich. Genau, das ist durchaus so üblich, dass die jeweiligen, die in ihren Funktionen sind, kommissarisch im Amt bleiben. Aber es ist natürlich auch wichtig, den Fraktionsvorsitzenden mit einem starken Signal auszustatten, mit einem klaren Signal, anders als es sicherlich gestern bei der CDU gewesen ist. Jetzt sagen Sie, klarer Wählerauftrag für die SPD. Gleichwohl muss es doch merkwürdig sein, wenn ausgerechnet die kleineren, aber jetzt nicht mehr ganz so kleinen Partner jetzt erstmal untereinander ausmachen, wo Sie Ihre Gemeinsamkeiten sehen und wo man ja auch noch nicht weiß, so wirklich, in welche Richtung das dann gehen wird. Ob Sie sich möglicherweise doch erstmal in Richtung Union wenden, um da Gespräche zu führen, oder doch erstmal mit der SPD sprechen wollen. Es ist ja selbstverständlich, dass Gespräche gesucht werden. Und wenn man eins an diesem Wahlabend zusammenfasst, dann ist es, dass wir 3 Wahlsieger haben. Das ist die SPD, das sind die Grünen und das sind die FDP, die Stimmenzuwächse erzielt haben. Und wir haben einen klaren Wahlverlierer, das ist Armin Laschet. Und wenn ich mir sehe, dass viele Bundesbürger sagen, dass er die Niederlage anerkennen soll, was vielleicht bei ihm noch nicht so gereift ist, dann leitet sich daraus bei mir jedenfalls der klare Anspruch bei uns ab. Wir haben diesen Regierungsauftrag, wir wollen die Gespräche suchen. Und es gibt gerade auch mit Grünen und FDP in den unterschiedlichsten Politikfeldern viele Schnittmengen, die einfach auch da sind, dass man dieses Land zukunftsfähig machen will, dass man Fortschritt gestalten will und dass man eine progressive Regierung voranbringen will. Sie haben es angedeutet, Armin Laschet hat das mit der Wahlniederlage noch nicht so richtig akzeptiert, hat man den Eindruck. Er leitet Angebote aus dem Ergebnis ab, weil der Abstand zwischen Union und SPD nicht besonders groß ist, was ja tatsächlich dann auch stimmt, jenseits von den Prozentpunkten, die dann die Union auch tatsächlich verloren hatte. Und jetzt versucht man trotzdem nochmal mit Grünen und FDP ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie sich das alles ansehen, wie wirkt das auf Sie?
Das wirkt so ein bisschen für mich, dass Armin Laschet versucht, sich an den letzten Strohhalm zu klammern. Auch die gestrigen Entscheidungen in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass man Ralf Brinkhaus für 7 Monate wählt, das wirkt für mich wie ein unausgegorener Kompromiss letztendlich. Im Hintergrund scharren schon Jens Spahn, Friedrich Merz, Norbert Röttgen mit den Hufen. Das sind alte Wunden, die vielleicht auch wieder aufbrechen durch die verlorene Vorsitzendenwahl bei dem einen oder anderen. Also von daher, das wirkt alles sehr unsortiert bei mir. Markus Söder hat ja auch, sage ich mal, in nicht freundlicher Art und Weise schon erklärt, dass jetzt Platz 2 ansteht und damit eher der Gang in die Opposition. Also das ist schon, ich will nicht sagen eine offene Feldschlacht, die bei der Union stattfindet, aber das ist schon ein großer Wirrwarr, der da gestern Abend auch gewesen ist. Es wird hin und wieder immer noch mal in die Diskussion geworfen, wenn es möglicherweise keine Dreierkonstellation gibt, entweder mit der SPD oder mit der Union, dass eine große Koalition dann unter Führung der SPD auch nicht noch ganz ausgeschlossen ist. Wie sehen Sie das? Ich glaube, dass es mit Grünen und FDP viele Schnittmengen gibt, dieses Land wirklich voranzubringen, die Zukunftsaufgaben dieses Landes auch zu gestalten, mehr zu investieren, eine fortschrittsfreundliche Bundesregierung auf den Weg zu bringen, gerade auch gesellschaftspolitisch. Und da sind wirklich die Schnittmengen mit FDP und Grünen am größten. Wir gehen das jetzt mit Ruhe und Gelassenheit an, aber da liegt die klare Priorität. Sie haben die Themen angesprochen, die für die SPD möglicherweise noch wichtig werden oder überhaupt wichtig werden in dieser kommenden Legislaturperiode. Wir haben in den vergangenen Tagen auch immer wieder gehört, dass da vor allem der Blick gerichtet wird auf die Erhöhung des Mindestlohnes. Da wird auch beispielsweise der Aspekt Wohnen immer mal wieder betont. Die finanzpolitischen Themen sind im Moment so ein bisschen aus offensichtlich diplomatischen Gründen nicht mehr ganz so im Vordergrund, das natürlich auch im Vorfeld der Gespräche zu tun hat. Was ist für Sie noch wichtig als Fraktionsvize der SPD, der sich ja um die Bereiche Recht, Verbraucherschutz und innere Sicherheit in den vergangenen Jahren gekümmert hat? Ich glaube, dass jede Partei ihre Prioritäten in Gespräche natürlich mit einbringen wird. Das ist auch selbstverständlich. Und ich glaube, dass es da sehr viele Schnittmengen gibt, wenn man auch die Programme übereinander legt. Und gerade, das kann ich sagen, im Bereich der Innen- und Rechtspolitik, glaube ich, sind sehr viele Schnittmengen mit FDP und Grünen auch erkennbar. Ich kenne das noch aus der Zeit mit CDU, CSU. Das war an vielen Stellen sehr schwierig. Da war Verweigerungshaltung, da war kein modernes Einwanderungsrecht erkennbar. Da war eine teilweise verstaubte Gesellschaftspolitik immer noch bei Union, bei CDU, CSU zu erkennen. Und von daher auch gerade in diesem Bereich gibt es mit FDP und den Grünen sehr viele Schnittmengen, die dazu führen können, dass man hier erfolgreiche Verhandlungen führen kann. Ganz interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Michael Theurer heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, der im Zusammenhang mit der Einwanderungspolitik tatsächlich den Begriff Spurwechsel verwendet hat, der, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich aus der SPD-Fraktion kommt, ist allerdings schon vor ein paar Jahren mal diskutiert worden. Wie sieht es denn aus? Machen wir es vielleicht ein bisschen konkreter mit den Punkten, die Sie angedeutet haben als Schnittmengen und die in der vergangenen Legislaturperiode nicht realisierbar waren, die aber möglicherweise mit Grünen und FDP dann doch denkbar sind, beispielsweise was das Wahlrecht angeht. Wir haben jetzt 735 Abgeordnete, so viel wie noch nie, da muss dringlich was passieren. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dann in einer Dreierkonstellation mit Grünen und FDP tatsächlich was bewegen können? Denn Sie brauchen, glaube ich, da doch auch eine Zweidrittelmehrheit. Also erstmal glaube ich, dass wir hier mit FDP und Grünen sehr schnell zu einem vernünftigen Ergebnis kommen können, gerade was diesen Bereich anbelangt. Es gab ja auch schon gute Vorschläge von FDP und Grünen aus der vergangenen Legislaturperiode. Mit den Linken zusammen? Ja, aber es war immer letztendlich die CDU und gerade die CSU, die gebremst hat, die immer wieder ihre Vorteile, ihre Fründe versucht hat, auch beim Wahlrecht zu sichern. Sie haben immer wieder blockiert, um sozusagen Mehrheiten auch abzusichern, zur Benachteiligung auch der SPD, der FDP und der Grünen. Und von daher glaube ich, die Schnittmengen auch hier sind mit FDP und Grünen sehr groß zu einem Ergebnis zu kommen, der dazu führt, das Wahlrecht auch anzupassen, auch zu verändern. Aber die Blockierer kamen lange aus Bayern an Federführung, Markus Söder und Alexander Dobrindt. Geben Sie uns abschließend noch ein anderes Beispiel, was sich bewegen könnte oder schneller oder besser bewegen könnte in einer solchen Konstellation. Wie sieht es beispielsweise mit dem Demokratiefördergesetz aus? Auch nicht durchgekommen in der vergangenen Legislatur. Nein, und das bedauere ich noch sehr, weil es eine Einigung in der Bundesregierung gegeben hat. Selbst Horst Seehofer hat hinter dem, was wir voranbringen wollten, gestanden. Es war nachher die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die ihrem eigenen Innenminister in den Rücken gefallen ist. Und das war sehr bedauerlich. Es wäre wichtig, dieses Demokratiefördergesetz zu haben. Und auch hier sehe ich große Schnittmengen mit FDP und Grünen, zu einem wirklich guten Ergebnis zu kommen. Aber wir hätten es auch haben können. Aber auch hier waren CDU-CSU die Blockierer. Und von daher wäre es richtig und wichtig, dass die sich jetzt mal in der Opposition erholen. Abschließend, doch jetzt endgültig abschließend. Was denken Sie, wann wird es die ersten Gespräche geben zwischen SPD und Grünen und FDP? Ich bin ins Gelingen. Bei aller Geduld, die Sie ja schon am Anfang dieses Gesprächs immer wieder betont haben.
Ja, ich bin ins Gelingen verliebt, von daher wird das jetzt alles wird letztendlich jetzt seinen Gang nehmen. Aber nochmal, es ist gut, jetzt mit Ruhe und Gelassenheit an die Sache ranzugehen. Wir wollen es zum Erfolg führen, wir wollen, dass diese Koalition möglicherweise gelingt und wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird und das packen wir jetzt an. Und da würden Sie notfalls auch 14 Tage warten? 14 Tage, 12 Tage. Wir schauen einfach mal am Ende, wie gesagt, ins Gelingen verliebt, wir wollen es zum Erfolg führen. Herr Wiese, vielen Dank.